bei Magic 2014 zusammen mit dem Vita Wolf. Moin Moin! Und wir spielen wieder Lernen durch Schmerz. Wow. Heißt, wir kämpfen gegeneinander mit einem zufälligen Deck. Ja. Also, ich weiß gar nicht, gegen Horchi hast du da auch mit zufälligen Decks gespielt? Ich weiß nur gegen Grants, aber gegen Horchi. Das weiß ich gar nicht aus dem Kopf. Auf jeden Fall sage ich, ich bin bereit und dann schauen wir mal, was wir erwarten. Weil ich meine, gegen Horchi haben wir Decks ausgewählt, die wir gespielt haben. So, zufällig sagt mir halt einfach zu. Gut, behalten die Hand ist nicht die prallste, wobei sie eigentlich ziemlich gut ist. Das klingt wieder mal komisch, aber ist nicht die beste, aber ja. Ich finde sie jetzt auch nicht gerade die beste, aber ich behalte mal gerade behalten. Und wir fangen an. Dann fangen wir damit an. Ja, ein klassischer Start, meine Damen und Herren. Eine Ebene liegt da. Sie wird direkt erwidert mit einer Spiegelbildfunktion. Und so ziehen sich hier die Kreise enger. Du hast Ajani's Deck. Interessant. Ja, oh, du auch. Nee. Nee? Oh, das Land ist aber aus dem Ajani-Deck. Ja, das ist ein M14-Land, aber ich habe ein anderes Deck. Ich glaube, das hast du nicht. Ach, du hast eins aus den... aus der Erweiterung, genau. Ja, okay. Ja, dann spielen wir hier mal unsere gute Kleine. Auf das sie gedeihe und wachse. So, ja, mal gucken, wie viele nette Karten du hast, die das verursachen können. Ja, ich bin selber gespannt. Das Deck habe ich noch nicht oft gespielt. Ich mag es aber, ich finde es sehr cool. Reichweite Edelmut. Jetzt muss ich mal ganz kurz anhalten, weil ich mal wieder nicht mit den deutschen Begriffen vertraut bin. Ah, wie heißt Edelmut auf Englisch? Ach so, wenn... Ja, okay. +1/+1 für jede Kreatur, die alleinig angreift. Genau. Ich überlege tatsächlich gerade, dass das erste Mal, dass mir der englische Begriff nicht sofort einfällt. Exalted. Exalt, genau. Eine Exalted-Karte. So, okay. Ich bin gespannt. 1-3. Also dann halt 2-4, wenn er gleich angreift. Der Vorteil ist, dadurch, dass du Enchantment Deck spielst, hast du das größtenteils in deinem Zug, nicht in meinem Zug. Denn ich glaube, du hast keine Flash Enchantments im Deck. Richtig. Was mir auch einen Vorteil bringt. Dadurch, dass ich weiß, dass ich dich angreifen kann ohne Probleme. Was ist, also jetzt noch mit einem. Dann machen wir es doch anders, dann machen wir die Taktik doch anders, als ich wollte. Gegen jemanden zu spielen, der es halt wirklich auch alles direkt so sieht und durchdenkt, ist mal wieder was anderes. Flying, Exalted und andere Kreaturen, die du kontrollierst, haben Exalted. Oh Mann. Das Deck ist cool. Ja. Also das DLC muss ich mir auf jeden Fall eh noch holen. Das ist ein Deck von Elsbeth. Ja. Passieren Alara. Apropos, jeder hat zweimal Exalt jetzt, nur als Ausführung. Ja, ich weiß. Exalt stacked. Also ich habe jetzt eine 4-6er damit. Jo. Ja, komm mal vorbei. Ja, es dürfte relativ fix vorbei sein. Ich weiß nicht, was du noch hast. Eine tolle Enchantment. Wie gesagt, meine Hand ist schön, aber nicht so gut. Sie hat die geile Eigenschaft, dass immer, wenn man einen Enchantment auf ihr spielt, dass man dann wirklich nochmal eine Karte ziehen kann. Und das Kartendraw ist so super. Aber das ist richtig. Du musst halt erstmal mit der ersten Enchantment irgendwie anfangen. Und die sind teilweise schon recht teuer hier in dem Deck. Ja, mit Null brauche ich auch nicht angreifen. Das ist ein bisschen witzlos. So, gucken wir mal. Exalted ist eine schöne Sache. Aber Elspeth ist auch ein geiler Planeswalker. Jo, das auf jeden Fall. So, jetzt muss ich leider öfter mal anhalten, weil ich die Karten noch nicht alle gesehen habe und nicht auswendig kenne. Geiles Artwork, alter Schwede. Das gefällt mir richtig gut. Verteidiger, okay. Kann also nicht angreifen. Es ist, früher war es einfach eine Wall, Defender. Genau. Aber der Begriff der Wall an sich ist irgendwie durch Defender abgelöst worden, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das stimmt schon. Dadurch, dass es nicht nur Walls sind, die Defender tragen können. Ja. Das ist ja jetzt zum Beispiel keine Wall, diese Kreatur. Ja, genau. Und früher gab es halt keine richtigen Defender, sondern nur Walls. Ja, kann ich nicht mal blocken. Das wird ein ganz schnelles Ende hier. Ich kann immer nur probieren, meine Lebenspunkte wieder hochzuhalten.
Da war auch übel, dass ich den Engel mit drin habe jetzt. Er kam halt einfach passend. Ja. Das ist, Was war das gewesen? Immer. Achso, kannst du eine Aura-Karte aus der Bibliothek rausholen und dir vorzeigen. Genau, so. Jetzt muss ich halt selber gucken, was ich habe und vor allem, was ich mache. Also, ob ich gucke, dass ich deine verzauber. Wobei, du hast halt auf allem Exalted, aber klar, die ist halt schon dick. Oder ob ich meine versuche hochzupumpen. Ich habe ja auch nicht so viel Mana draußen, ne? Und meine Zeit läuft ab. Scheiße. Du hast eigentlich gar kein Mana draußen. Also meinst, ach so, verstehe generell. Okay, und Flugfähigkeit, okay. Ja, ich denke, das ist so die... Ja, ich denke schon. ...sinnvollste gerade. Wobei ich mir da nicht sicher bin. So, was hat er da? 1, 3 und 0, 4. Kann ich mal angreifen. Ja, und ich kann auch mal blocken. Bin ich krass mit der Heilerin? Ah, sehr gut. Also für alle, die zugucken, gerade sagen, what the fuck? Ich weiß, dass das gerade keinen Sinn gemacht hat. Ich bin frustriert. Oh, der Rudelmagier, sehr schön. Der gehört aber eigentlich in mein Deck, junge Frau. Ja, es ist ein Ajani-Krieger. Also wie unverschämt. Ja, ich finde ihn auch geil, ganz ehrlich. Den habe ich auf dem Pauper-Deck. Dass der nur kommen ist. Ich denke mir so, what the fuck? Ja, damals, als die rauskam, habe ich dafür auch ein Seed-Deck-Turnier gemacht, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und auch, das ist halt eine von den Karten, wo ich mir auch dachte, es ist unfassbar, dass sie so wenig Beachtung eigentlich findet, weil die ist mega stark. So, ich spiele Kreaturen jetzt schon vor dem ich angreife raus, hat einen ziemlich einfachen Grund, weil jede Kreatur über Exalt verfügt. Exalted, Exalted, tralala. Okay, dass dieser Trigger echt nacheinander da drauf geht, ist langweilig. Das ist extrem nervig. Eigentlich. Aber das kannst du eigentlich auch abschalten. Ich weiß nicht, ob es wegen bei dir ist, ich habe es bei mir abschalten lassen. Den Effekt auch, also ich habe Effekte ausgemacht schon, weil mich die anderen schon genervt das heißt, haben. Gesteckte Effekte kannst du ausmachen. Ah, okay, dann war das mein Fehler, Dr. Ross. Dann bin ich auf ein Leben. Auf eins. Und der hat da genug liegen, dass ich, ja, ich kann wieder nichts machen. Das ist, schon wieder vorbei. Unglaublich, aber wahr. Was du jetzt spielst. Ja, falsch. Ja, ich habe mich gerade auch noch verklickt. Und ich kann sie nicht zurückziehen. Weil die gehört natürlich auf die Aura-Tante. Ja, das stimmt schon. Ja. Na gut, dann machen wir trotzdem noch so. Diesmal hat's. Ja, es ist schon sinnig, also. Ich brauche halt Lebenspunkte. Aber ich bin blaues draußen, komm jetzt nicht mit dem Counterspell um die Ecke. Ja, ich dachte mir so, man kann auch was anderes machen. Ja. Ja, das ist schade, dass du nicht auf der Aura-Tante gemacht hast. Ja, jetzt im Nachhinein, dank deinem Zug, muss ich sagen, Wayne. Aber ja, es ist... Du hättest natürlich auch noch eine Karte gezogen. Das wäre der Vorteil gewesen. Ja. Aber leider, dieses Spiel werde ich jetzt einfach aufgeben aufgrund der Zeit. Denn vier Lebenspunkte mit Exalted, was bringt's mir? Ich kann nichts blocken, was fliegt. Und ich kriege leider nicht genug Lebenspunkte durch den Live-Link jetzt hochgepusht, um weiterzumachen. Das war alles, was ich eigentlich vorhatte, um hoffentlich an Mana zu kommen, weil ich habe ja nochmal den Segenzähler der Nomaden auf der Hand, also Verzauberungen oder Auras aus dem Friedhof wieder zurückholen. Ja. Und damit hätte ich probiert, halt ein bisschen kombimäßig hier was an den Start zu bringen. Hast du auch dieses Enchantment im Deck, dass jedes Mal, wenn du ein Enchantment spielst, ein 4-4-Engel auf dem Feld rufen kannst? Achso, ja, das ist auch drin. Aber das ist auch verdammt teuer, leider. 5 Mana, glaube ich, kostet. Wobei es hier bei dem Spiel geht, ja, bei Duo für Planeswalker. Ja, so. Ja, gut, im Real Life musst du halt immer gucken, dass die Decks irgendwo auf dem gleichen Niveau spielen, damit du halt Spaß hast. Ja, ne? Ja, schon wieder hat Xenex gewonnen. Ich sehe überhaupt kein Land gegen ihn. Doch, hast doch 5 Länder draußen gehabt. Land in Sicht. Ja, schade, es war's schon wieder. Ich bin einfach schon wieder besiegt worden. Und diesmal waren es knapp über 5 Minuten.
Echt? 5 Minuten nur? Na, dann lass uns gleich Wenn ich noch es richtig weitermachen. sehe, Bevor, ja. brauchen wir keinen Cut machen, dann lass uns weitermachen. Ja, okay. Hängen wir noch ein Spiel einfach Ja, dran. das wäre sonst echt viel Geld, so Gott Also sei Dank. jedenfalls, wenn ich so gerade auf die Uhr gucke, ich meine, wir haben so gegen, also voll angefangen. Ja, so kurz davor. Ja, dann machen wir ready. Okay. Hauen wir direkt noch einen hinterher. Und dann bin ich gespannt. Oh Gott. Ah, Mulligan. das Deck, das Deck. Okay, auch super scheiße. Mulligan. Auch scheiße. Behalten wir aber. Ich hoffe mal. Schade. Okay, ich behalte auch mal. So, du fängst an. Oh, das ist wieder. Das ist zwar eine Alara-Karte von Naya. Oder Naja. Aber du hast Ajani, der ja aus der Region kommt. Richtig. Das ist wieder Ajani-Deck. Also er kann nicht geblockt werden, außer durch Flying oder halt Reach natürlich. Also er hat quasi Flying. Außer Ja, dass er nicht außer dass fliegt. ich kein Fliegen blocken kann. Ja. Dachte mir auch so, was Tja. ist das für eine Fähigkeit? So langes Wording für eine, so eine Kreatur, aber na gut. Ui. Aber das Bild ist sehr cool, zeig ich mal hier. Mit der alten im Schwinghaken. Ja, wir spielen ganz normal 3-1, der kann nichts anderes. Ah, aber es ist sehr cool bei dir, also dieses andere Deck jetzt mal zu sehen. Wie gesagt, DLC-Decks habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Und ich finde es immer sehr geil, wenn jemand schon ein paar Karten freigeschaltet hat und das Deck sich ein bisschen angeguckt hat, da mal zu gucken, was da so abgeht. Also was für Karten da noch kommen Ja, und stimmt. das ist aber auch ein Deck, was ich nicht habe. Das ist auch DLC. Ja. Ah. Ja, durch das, genau, durch das Standard DLC. Okay, 1-1 Hexproof. Kann ich also nicht verzaubern, nur er. Kannst mir nicht mit, ach, wie heißt der, Pazifismus einfach mal Tour. Ja, leider nicht. Ach, Schutz Aber vor ich kann Kreaturen. mich pushen und ein bisschen Schutz geben vor Kreaturen. Und damit können wir unseren Nachteil hier ausgleichen und getrost angreifen. Kann eh nicht blocken. Richtig! So, und damit gehen wir schon in Führung. Hoffen wir aber, dass es so bleibt. Allerdings sehen wir hier an unserer Mana-Kurve, dass schon alles Kacke ist. Läuft nicht. Wir müssen alles Was voll mal. Mana sein. Ja, jetzt kriege ich das Anhalten los. Ansturm leiten klingt schon scheiße. Schau dir die obersten 5 Karten deiner Bibliothek an. Du kannst eine beliebige Anzahl an Kreaturenkarten darunter offen vorzeigen und diese vorgezeigten Karten auf die Hand nehmen. Lege den Rest der Bibliothek Reihenfolge und ja, okay. Das ist natürlich sehr cool. Mit einer schönen leeren Hand. Nur 4 Karten hat er. Was ein kleines Deck, ne? Wenn ich so gucke, jetzt nur noch 50 Karten drin. Na, 60 Karten, also Minimum. Ich habe ja immer Minimum an Karten. 5, 11. Achso, da ist auch noch. Ja, okay, stimmt. Das ist ja 60. Ja, 60. Ich spiele auch normalerweise nur mit 60. Also eine Kreatur in der Wahl. Verdammt. Das wollte ich gerade lesen. Aber es scheint einfach XX zu geben. Also ein Pumper zu sein. Und Pumpernickel finden wir nicht schön. Von daher bin ich dagegen, dass er sie spielt. Wir können das ja mal irgendwie demokratisch bestimmen. So. Bin ich auch gespannt. Wie gesagt, du hast selber gesagt, gerade ein bisschen verraten mit deiner Mana-Kurve, aber wer weiß. Also, der 4-2er, der Schutz vor Kreaturen hat, der ist schon mal ein bisschen hart. Und ich glaube nicht, dass ich was gegen Ed Sharpness in diesem Deck habe. Hoffen wir es mal. Wir Was setzen nämlich unser ganzes Vertrauen auf ihn. war das nochmal gewesen von Enchantment? Plus Einfach ein nur Plus-Eier, gepusht ja. und gibt mir 3 Lebenspunkte. Also für 2 Mana ist es eine anständige Karte. Ja. So plus 1, plus 3, ordentlich Defense. Finde ich gut. Auch schönes Artwork. Könnte auch von Guild Wars sein. Guild Wars 2, so ein Mesmer. Oder ein Wächter eher gesagt, mit den Schilden. Sehr cool. So, und hier kommt wieder, immer wenn eine andere Kreatur ins Spiel kommt, erhält so einen Lebenspunkt. Das ist okay. Das kennen wir zu Genüge von vielen Karten. Ja. Und hier kommt der kleine Schlüpferstürmer, Holzwart-Elf.
Eine Kreatur deiner Wahl erhält XX bis zum Ende des Zuges, wobei X gleich der Anzahl der Elfen im Spiel ist. Oh, es habe ich ja gar nicht drauf geachtet. Ist das ein Elfendeck? Elf? Ja. Elf? Zwölf? 13? Ja, okay. Ich hoffe dann, dass kein Elfisch Commander drin ist. Wirst ja sehen. Okay, also XX mal eben so pumpen ist natürlich sehr geil in so einem Deck. Du hast nur die Clock aktiviert, die mich extrem nervt. Und ich weiß halt nicht, dass du Schutz gegen Kreaturen hast. Ist das eine Clock, die schon ziemlich hart auf die Nüsse von mir geht, muss ich mal sagen. Ja. Und das ist aber auch... Das ist nicht gerade einfach jetzt für mich, das zu kontern. Ja, das Problem ist, ich kann halt wirklich gerade nichts anderes machen, als zu probieren, den Druck einfach mit dieser einen Karte aufrechtzuerhalten. Ja, mehr kann ich gerade nicht tun. Aber du hast Grün, da hast du nichts mit Disenchant, ein Zerbröseler? Nee, ist glaube ich nicht drin. Immer noch nur drei Länder, ich glaub's nicht. So, ja, jetzt würde er warten, ob es durchkommt oder ob ich was spiele und dann würde er halt nochmal einen aufpumpen. Oh! Ach ey. Das ist. Naja. Ja, jetzt, also ich denke mal, du hattest es vor. Ja, ich hab's vorgehabt. Hm. Aber links, Ja, ich vergesse auch immer und immer und immer. Nee, wieder. Das war jetzt blöd. Ich drücke auch manchmal auf, endlich ein Mana. Auf alle hier Angriff überspringen, anstatt mit allen angreifen und so Scherze. Das ist natürlich jetzt schlecht. Das heißt, nächste Runde kommen 13 Schaden um die Ecke. Also müssen wir ihm jetzt mindestens 7 machen. Also Kritas Terras Umarmung ist auf 7. Ja. Und wir greifen an. Ja. Nee, da konnte ich nichts machen. Ab dem Moment, wo du es... Ja. Das ist natürlich dann sehr heftig, wenn man es nicht wegkriegen kann. Ja. Das ist halt auch wie Flyer gegen ein Deck, was keine Flyer hat oder so. Ja. Das ist schon echt... Das ist outpicked so ein bisschen. Ein bisschen natürlich Zielglück. Die hatte es ja einmal drin, glaube ich. Mhm. Ja, aber es war wieder ein ultra kurzer Part, auch wieder keine 5 Minuten diesmal. Nee, wir haben es ja jetzt zusammen. Doch, mal 6 Minuten oder so. Also zusammen kommen wir fast auf 15 Minuten Länge. Ja. Oh Mann. Ach, spannend, also ich finde es sehr, sehr cool gegen dich, muss ich schon sagen. Ja, das sind sehr spannende Games, auch wenn die kurz sind, weil ich eigentlich sehr cool finde. So knackig, immer drauf, hat was. Entscheidend auf jeden Fall, Mann. Gut, ja, Leute. Das war der Ausgleich, ne? Genau. Nee, noch nicht. 2 zu 3 steht es jetzt, glaube ich. Genau, 2 zu 3. 2 zu 3 für Xanax. Genau. Und ich würde mal sagen, das war es erstmal für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Guckt natürlich auf Vitas Kanal, das habe ich letztes Mal ganz vergessen zu sagen. Und immer bei Xanax. Ja. Immer schön gucken. Genau. Und bis dann. Macht's gut, liebe Leute. Tschüss.